Hallöchen! Wie ich ja gestern schon gesagt hatte, habe ich ja noch ein Paket erwartet von spielzeug-appen.de und das kam heute an. Oh, ihr seht hier schon was. Vorweg nochmal, vorhin habe ich gehört von Benny, dass sich einige Leute mehr oder weniger beschweren, dass wir den Shop so oft nennen und sowas. Und da müsst ihr uns auch ein bisschen verstehen. Es ist ein Kumpel von uns, der hat sich jetzt. Ja, selbstständig gemacht, selbstständig war er schon, aber hat sich jetzt mit RC Modellbau beschäftigt und verkauft die Sachen und natürlich wollen wir ihn da unterstützen. Er unterstützt uns ja eben ebenso und er ist ja auch für euch da. Also sobald ich irgendwas habe, schreibe ich ihn an und er besorgt mir das. Und so ist es ja bei euch auch. Deswegen, ihr fragt ja eh immer, wenn wir irgendwas kaufen, woher? Und wir bestellen nun mal hauptsächlich es bei ihm, weil so hat man eine Anlaufstelle. Er kann wirklich alles besorgen. Also ich habe jetzt, glaube ich, noch nichts gehabt, wo ich ihn gefragt hatte, dass ich nicht bekommen habe. Von daher, ich kann es euch nur ans Herz legen. Bestellt mal in dem Shop oder schreibt mit ihm. Wie auch immer, wenn ihr irgendwas habt. Ich hatte jetzt zum Beispiel ein Problem mit dem Creighton. Da habe ich eine Schraube verloren. Ich habe ihn angeschrieben. Hey, hier, kannst du da irgendwas machen? Und blub, sind die Schrauben hier. So einfach geht das. Tja, so das nochmal vorweg. Aber jetzt ums eigentliche Unboxing. Und zwar geht es heute mal um Aeromex Schraubendreher. Und ich muss sagen, allein die Optik ist ja mal mega Porno. Ich habe ja eigentlich nur die Klingen bestellt gehabt. Die habe ich aber nur storniert. Eine habe ich hier. Habt ihr ja gesehen im Unboxing. Die anderen haben ziemlich lange noch gedauert, weil die nicht Stock waren. Und dann ist mir auch noch ein Griff kaputt gegangen von meinen Turnergy-Drehern. Dachte ich mir, hey, scheiße, bestelle ich mir die. Die gibt es natürlich bei Ihnen im Shop. Ihr habt da mal die Nummer. Die kosten zurzeit bei ihm 46 Euro und ein paar zerquetschte, glaube ich. Und ja, mal sehen, ob sie Geld wert sind. Wir packen die einfach mal aus. Ich habe sie ja auch noch nicht ausgepackt. Ist ja. Oh, gut zugedreht. Zugedreht. Gott. Gut zugemacht. Ja. Ich will meine Sticker jetzt hier nicht versauen. So. Alle nochmal schön einzeln verpackt. Sticker sind auch noch dabei. Schick, schick, schick. Wie gesagt, ich wollte das ja eigentlich so machen wie Laser. Nur Klingen nachkaufen. Aber. Ja, der eine Griff hat dann nachgegeben. Und naja, wie kriege ich das jetzt nicht auf? Mist. Gut verpackt, muss ich sagen. Kommt man ja kaum raus. Da haben wir sie. Wow. Die sind echt hübsch. Schön verarbeitet. Extrem leicht. Wirklich extrem leicht. Was ich cool finde, die haben hier richtig tiefe Rillen, dass man erführen kann, wenn man jetzt vertieft ist im Schrauben. Greift man schnell irgendwo hin, dann führt man hier. Aha, zwei Rillen, 2,0, perfekt. Das haben andere natürlich auch, aber hier sind sie extrem eingeprägt. Also echt nicht schlecht. Das hier ist jetzt der 2-0er. Kanten merkt man richtig. Richtig schöne Dreher. Ich habe ja noch mein Turnergy-Set, mein kleines. Das nehme ich ja immer mit, wenn ich irgendwo hingehe. Vorn. Und die hier werde ich dann für zu Hause nehmen. Den 3-0er. Das ist jetzt nur das kleine Set. Da gibt es noch eins, das geht glaube ich bis 5 mm. Aber brauche ich nicht eigentlich. Also 5 mm brauche ich so selten oder 4 mm. Da brauche ich mir nicht extra Dreher zu holen.
3 ist ja eigentlich gut im 1-8er-Bereich, braucht man öfters mal die 3. Aber meistens ist es ja doch dann 2 und 2,5. Hier nochmal alle beisammen. Echt extrem hübsche Dreher. Kann man echt nicht anders sagen. Verarbeitung ist mega gut. Also man sieht hier keine Fräskante oder sowas. Hier hinten ist sogar Glas drin. Also Glas, durchsichtiges Kunststoff. Richtig hübsch. Bin ich echt gerade ein bisschen begeistert. Mal mit Schriftzug. Nochmal die Millimeter. Echt hübsche Teile. Kann man nicht anders sagen. Ich hoffe, dass sie ihr Geld auch wert sind. Hier nochmal, wer es wissen möchte, die Nummer. Link ist in der Beschreibung von dem Shop. Tja. Ich mal schauen, ob ich es. Ich glaube, heute schaffe ich es nicht mehr. Ich denke mal, das werde ich erst Sonntag machen können. Ich habe heute noch extrem viel zu tun. Den IMEX umlöten und dann werde ich mal eine Testfahrt machen. Ob ich die Testfahrt filme, weiß ich noch nicht, denke mal schon. Vielleicht mache ich da nochmal so ein kleines Video und dann nochmal ein extra Bash-Video. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Ich würde auf jeden Fall erst sagen, das Wochenende soll schön werden. Ich hoffe auf ein paar Läufe bei der RC Speed Challenge und ja, auf ein schrauberfreundliches Wochenende. Genießt das Wetter und ciao. So heißt die von Proline. Huch. Summit Karo. Ordentlich lackiert, kann man nicht sagen. Hat ordentlich Gewicht. Durch den Käfig und so. Seht ihr ja dann im Running-Video von dem Auto, wie das Ganze aussieht dann, wenn das alles zusammen ist. Dann haben wir hier noch eine Karo, die hat er als experimentelle Karo genannt oder bezeichnet. Ganz lustig, hat alles versucht hier Farbverläufe zu machen, anscheinend wie so ein Regenbogen, ist aber nicht ganz gelungen. Ist eine nagelneue Jeep Cherokee Karo, keine Löcher gebraucht.